Ja, ich habe eine neue Umhängetasche und zwar von Helicontex, die EDC Compact. Das ist eine kleine Umhängetasche und wir wissen jetzt, was die kann und ob sie auch etwas für dich ist. Dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, die Tasche hier. Und zwar, ich habe vor einiger Zeit dieses nette Teil hier vorgestellt, diesen Habersack, und der ist recht groß und cool und kann viel, aber manchmal ist der halt einfach überdimensioniert. Soll bedeuten, ich brauche dann nicht so eine große Tasche mit dabei, denn die hat natürlich auch einiges an Eigengewicht, das darf man nicht vergessen. Und daher habe ich mir gedacht, ich check mir mal die kleinere Variante, nämlich EDC-mäßig. Das Teil hat einen, ist natürlich als Umhängetasche, ist jetzt relativ dünn, schneidet aber jetzt nicht massiv ein. Ja, das möchte ich auch gleich dazu sagen. Es gibt ja häufig solche Schultergürtel, die sind so gemacht, dass du die aufschneidest. Das ist hier nicht der Fall. Es gibt aber kein Pad, also nicht irgendeine Verstärkung. Das ist einfach so, ja? Analog zu der großen Tasche. Aber, und jetzt schauen wir uns diese kleine Tasche mal an. Sie hat hier vorne eine Fronttasche. Da ist nichts drinnen, außer eben diese Tasche. Also da ist keine Organisation mit eingebaut, sondern einfach was zum Reinstecken. Truthushaken liegt dann einfach irgendwie drin. Keine Schlauffallen oder sonst irgendetwas. Hier ist es dann anders. Hier ist ein kleines Organisationssystem mit dabei. Nämlich du hast hier außen diese Gummizüge und dann ein großes Schubfach und dann zwei kleine mit dazu. Hier an der Stelle ist gut. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass der Zip nicht ganz nach unten geht. Dadurch entsteht hier eine kleine Aufbewahrung, ein kleines Aufbewahrungselement. Ja. Ich habe halt immer wieder Zeug, das einfach so irgendwie da drinnen liegt. Ja. Nehmen wir jetzt die große mal her. Da liegt das Zeug einfach irgendwie drinnen. Ja, lasse ich einfach irgendwie reinfallen. Und wenn ich die Tasche aufmache und es fällt raus, dann finde ich das nicht nett. Und das ist hier gut gemacht. Wir werden die dann nachher auch gleich gemeinsam einräumen. Also schauen wir dann gleich einmal her. Das ist einmal hier. Dann gibt es das Hauptfach. Dieses Hauptfach. Ja, ist auch einfach ein Hauptfach. Hier hinten ist ein Klettpausch dazu. Also da kann man was draufklicken. Das sage ich dir dann noch. Und hier hinten ist noch so ein verdecktes Fach. Ich schätze, dass das eigentlich für irgendwelchen Schnellzugriff gedacht ist. Ne? Weil da mache ich einfach einen Gack und kann dann zugreifen. So. Und jetzt wollen wir mal ein paar Dinge umräumen. Und zwar, jetzt geht es um EDC. Und jetzt kannst du mich absolut paranoid nennen. Das bin ich vielleicht auch. Aber ich bin konstruktiv paranoid. Da habe ich am Reini Rossmann-Kanal mal ein Video dazu gemacht. Ich gebe da oben bei mir den Link, wo einige Leute wirklich ein Problem damit hatten. Sie sagen, Paranoia ist eine Krankheit und man kann nicht konstruktiv paranoid sein. Kann man so sehen, wie man will. Aber schau mal her. Ich habe jetzt hier, das ist jetzt Cross-Promotion, Cross-Werbung von Tasmanian Tiger. Das sind solche, die in diesem Modular-System, das sie da haben, das sind so Netztaschen, gibt es natürlich auch bei mir im Shop. Und da passt in dieses kleine Teil genau dieses Ding rein, nämlich der Guardian Angel. Und da ist es jetzt so, durch diese Glättfläche, dieses Flausche, kann ich auch den hierher legen. Das bedeutet, ich habe den relativ rasch, wenn ich das will, zur Verfügung. Jetzt kann man sagen, Reini, du bist voll paranoid. Ja, sag das. Ja. Ist einfach so. Stehe ich aber auch dazu. Ich habe so etwas gerne mit dabei. Ich habe da auch schon einmal ein Video gemacht. Auch am Reini Rossmann-Kanal. Schau dich da um, wenn dich das interessiert. Also das passt einmal ganz gut. Da das ganze Teil ja auch verstellbar ist, ja, nämlich von der Länge, kann ich jetzt auch sagen, okay, ich will das zum Beispiel in der U-Bahn oder im urbanen Bereich näher bei mir haben. Ja, dass ich schön darauf zugreifen kann, das ist das ja, das lässt sich sehr gut machen. So, stellen wir es noch ein bisschen enger, ich greife immer falsch. Ja, also ich kann es auch wirklich sehr, sehr nahe bei mir haben. Dann ist es auch so, dass ich nicht das Problem habe, dass bei der Bewegung das zu sehr hin und her schlankelt, wie man in Österreich sagt, dass es sich hin und her bewegt. Oder du sagst, ja, ich habe es eher so schlapprig gern und hätte das Ding bitte hinten gern, dass es meinen Popo trifft, ja, auch das ist möglich. Kommt drauf an, was man gerne hat. Aber ich glaube, dass es am sinnvollsten ist, wenn man das Teil relativ knapp bei sich hat. Ne? So, das ist mal das eine.
Du kannst auf alle Elemente sehr gut zugreifen. Der Zip ist übrigens auch sehr, sehr gut gemacht. Ja, da sind dann solche kleinen Huberln drauf. Ich nenne das jetzt mal so. Hier noch einmal, schaut aus wie ein Schrumpfschlauch. Nein, aber das ist ein Kunststoffschläuchchen, damit man auch schön zupacken kann, damit das auch alles schön aufgeht. Es ist natürlich klar. Wenn du dir diese Tasche anschaust, die ist natürlich auch billigste Eigenwerbung bei mir im Shop, gibt unten, gebe dir den Link, aber du kannst auch auf Amazon kaufen, wenn du magst, ja, wirst du merken, dass die halt in einem Preissegment ist, das durchaus moderat ist, also ein sehr guter Preis, wie ich meine. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Taschen wie Maxpedition oder Tasmanian Tiger, wobei Tasmanian Tiger hat so etwas hier konkret nicht, aber mit Maxpedition zum Beispiel, ja, dann ist hier die Qualität etwas niedriger angesetzt. Aber die Frage ist, ob das nicht ausreichend ist. Und damit meine ich jetzt nicht so nach dem Motto, es ist gerade gut genug, dass man es verwenden kann. Das wäre so die Miltec-Fraktion, haben wir auch einiges und es gibt auch gute Sachen. Und dann oben gibt es halt Maxpedition Tasmanian Tiger, teuer. Und das Teil ist irgendwie so ein Mittelding, das nicht nur, das nicht perfekt und super extremst ausgearbeitet ist, aber auch nicht gerade gut genug ist, sondern richtig solide Mittelarbeit, ja, im Mittelfeld mit guter Qualität und was man ja im EDC auch wirklich gut brauchen kann. Das ist einmal so als erste Idee. Ja gut, jetzt werden wir schauen, was wir da noch reinpacken. Und zwar dazu werde ich von dem Habersack, den es natürlich auch bei mir gibt, wieder umräumen. Da zum Beispiel, da sind Dokumente von mir drinnen. Das geht sich da auch sicher sehr, sehr gut aus. Ja, also ins Hauptfach sowieso. Bewegt sich da aber etwas hin und her. Jetzt schaue ich mal, wie sich das hier verhält. Ja, geht auch schräg rein. Ne? Ja, das geht wunderbar hinein. Da ist jetzt auch noch genug Platz, also schon mal her. Da ist wirklich genug Platz, da passt jetzt noch was, noch weitere Dinge rein. Also das passt einmal ganz gut. Die ist heute sowieso nicht total voll. Dann hier Schreibzeug habe ich mit dabei. Ja, ich muss andauernd irgendwas aufschreiben. Und das hier, das sind so meine Lernkarten. Jetzt denkst du, Rainer, du lernst. Ja, ich lerne permanent. Und ich mache mir immer so eigene Lernkarten. Habe ich früher bei Pflanzen gemacht, ja, oder bei anderen Dingen, die ich lernen musste. Und immer, wenn ich einmal Zeit habe, mache ich die auf und lese mir dann diese Karten der Reihe nach durch mit den Lernpunkten. Und so lernt man ganz einfach. Und das kann man so zwischendurch machen. Und das passt auch hier alles gut mit hinein. Ja? So, was haben wir noch? Ah, das habe ich vorher unabsichtlich herzeigt. Das hier ist ein Prototyp von einem neuen Messer, aber den kann ich jetzt hier nicht herzeigen. Das wäre zu ist nicht okay. So, dann kommt an einer anderen Stelle. Wird cool werden auf jeden Fall. Geldbörserl, das ist auch Tasmanian Tiger, das ich gern habe. Ins Hauptfach geht das jetzt zum Beispiel ganz locker rein. Ja, passt da ganz locker dazu, auch mit diesem Teil hier. Da könnte da jetzt, weiß ich nicht, ich habe jetzt da noch ein Heft mit dabei und so weiter, das passt jetzt nicht. Dann die allgegenwärtige Maske, ist ganz klar. Dann Kuli, ja. Gut, ah ja, das hier habe ich da zum Beispiel auch noch da, weil da muss ich noch ein Video machen über Aktivkohle, aber das passt da jetzt nicht rein, das ist so, das bringt jetzt nichts. Aber zum Beispiel Kuli, wo würde der jetzt da reinpassen? Mal schauen. Ja, dann kann man da in dieses Steckfach mit reinbauen. Da jetzt hier zum Beispiel. Ja, genau, das geht sich gut aus. Und da habe ich noch immer genug Platz für all die anderen Dinge, die man so braucht im täglichen Überlebenskampf. Ja, Platz habe ich da, hätte ich da jetzt noch genug. Also du siehst, das ist jetzt die Breite, die sich da ergeben hat. Und da ist noch viel, 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 viel mehr möglich. Ist halt die Frage, ob viel, 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 viel mehr dann auch noch notwendig ist. Gewicht passt jetzt gerade noch so, ist jetzt nicht unangenehm, finde ich in Ordnung. Wenn da jetzt noch eine Wasserflasche passt, da eh nicht dazu, aber das wäre jetzt dann alles zu viel. Vielleicht noch ein kleines Messer oder so, na, dass man jetzt, Platz ist genug dabei, ist in Ordnung. Was ich merke ist halt, ist dieses Teilchen hier, ne? Das merke ich an einer Stelle jetzt, wo ich es nicht mag. So, jetzt noch einmal. Ja, jetzt passt. Es war genau am Schulterblatt und hat sich dort hin und her bewegt. Jetzt ist es da, in diesem Bereich, am Nacken. Da geht das besser. Da stört mich überhaupt nicht. Aber am Schulterblatt, genau da, zwischen Knochen und Wirbelsäule, na, das war unangenehm. Aber jetzt ist es viel besser. Jetzt stört es mich auch überhaupt nicht mehr. Eine insgesamt interessante Tasche. Ich werde die natürlich ab jetzt immer wieder bei mir tragen. Die letzte Zeit habe ich die ganze Zeit diesen Habersack bei mir getragen. Jetzt mache ich mal das. Also ich tausche das immer wieder mal aus.
hast du dieses EDC Compact Pack von HeliContext und kannst uns die eine oder andere Erfahrung teilen. Das wäre irrsinnig toll, da mag ich mich bedanken jetzt schon. Wenn dich das Teil interessiert, ich gebe da unten den Link in meinen Shop. Ich werde auch einen Langzeitbericht davon posten, so wie auch bei dem anderen. Ja, das war's jetzt wieder. Magst mal einen Kommentar schreiben, magst vielleicht ein Abo dalassen, magst meinen Shop besuchen oder ins wunderschöne Buschkraftareal auf Waldurlaub.at vorbeischauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, dein René Rossmann. Bis dann und ciao, ciao.